Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Ateenator. Wir sind natürlich wieder im Super Mario Galaxy 2 LP, nämlich jetzt ist es der Part 8. Wir werden gegen Bowser antreten, in Bowsers Lava-Imperium. Somit wollen wir dann, auf jeden Fall ganz klar die zweite Welt beenden und dann zur dritten Welt schon gehen. Theoretisch merke ich gerade, innerhalb von 4 Parts schaffe ich es komischerweise, immer eine Welt zu beenden. Vor allem, das war eigentlich voll komisch, dass ich im letzten Part, also Part 7, es schaffen konnte, 4 Sterne wieder einzusammeln. Beim 6. Part war es noch in Ordnung, wegen der Zeit, aber bei Part 7 war es unwahrscheinlich. Ach ja, die blauen Mini-Sterne, die dich ja, also die Mario anziehen, die gab es auch schon übrigens im ersten Teil von Super Mario Galaxy. Und, natürlich schon übelst krass, muss ich sagen. Oh, fuck. Fuck. Na gut, ich mach's einfach. Und dann nach vorne. Okay. Damit wir es auch ein bisschen schneller machen, weil dann kann ich schon einen Teil von der dritten Welt weitermachen. So. Beim letzten Part gab's leider gar keinen Boss. Habe ich nämlich bemerkt. Das ist zum ersten Mal jetzt passiert, dass kein Boss aufgetaucht ist. Also wir auch keinen Boss begegnen konnten. Das war halt schon recht komisch. Aber wenigstens konnten wir 4 Sterne abschließen. Und ich habe gehofft, ich kriege eine Münze von ihm. Habe ich aber nicht bekommen. Toll. Na gut, wir gehen einfach weiter. So. Oh, Stempel. So, sehr schön. Ah, hier kriegen wir wenigstens eine Münze. Eine Münze reicht. Eine Münze reicht. So. Auf jeden Fall sehen wir jetzt auch gleich den Kometenmünze, nicht Kometenstern, sondern Kometenmünze. So, dafür brauchen wir eins dieser Dinge. Bei denen hier brauchen wir. Übrigens, falls niemand weiß, wie man ihn killt, wir machen es bei ihm, okay? Der muss so erstmal fallen und dann hier auf diese Stelle draufstampfen. Das ist auf jeden Fall hier sehr wichtig. Oh, sehr gut. Und somit der erste Fail in diesem Part. Egal, machen wir weiter. Einfach weitermachen. Ist ja kein Weltuntergang. Okay, erstmal so. Weiter geht's. Jetzt killen wir den da. Und tschüss. So. Vor allem, da, also hier bei Galaxy 2 gibt es nämlich etwas zu informieren. Nämlich, falls niemand das wirklich, niemand weiß, weil es gibt halt wirklich 6 Welten und die 3 davon gehören Bowser als auch Bowser Junior. Also, ich meine halt, das. Was war das gerade? Läuft. Nein, was habe ich getan? Also jeder der 3 Welten, also jeweils 3 Welten, also 1, 3 und 5 gehören Bowser Jr. und 2, 4, 6 gehören Bowser. Weil das weiß ich jedenfalls. Und es ist ja eigentlich schon okay für mich. Aber es gibt da nur etwas Bescheuertes. Jedoch, also ich sag's mal nicht, weil Spoiler. Deshalb. Na gut, wieso mache ich das auch an? Ich weiß nicht. Ist egal. Wir machen einfach weiter. Und dieses Mal werde ich nicht verkacken, um die Kometenmünze zu holen. Wir gehen einfach an ihn vorbei. Ich sagte, wir gehen einfach an ihn vorbei. Besser. Auf den warten wir. Na gut, so geht's nämlich auch. So. Ups, das war jetzt nicht geplant. Okay. Egal, Hauptsache wir gehen weiter. Die hier wurden jetzt auch neu eingeführt. Die finde ich eigentlich recht cool. Nämlich, ich muss dann hier drauf stampfen, um nämlich das Tor hier mal zu öffnen. Das passiert meistens nur in Bowsers Schlössern, keine Ahnung, ist egal. Braucht auch nicht korrigieren, ich habe keine Lust jetzt auf Deutschunterricht. So, dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Vor allem, man hört auch schon eine ganz andere Musik als bei dem Schloss in der ersten Welt. Denn
Das war ja Bowser Juniors Schloss. Das war... Ich überlege gerade. Bowser Juniors... Vermiete Flotte oder so? I don't know. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch jetzt egal. Ach ja, ich soll hier auf die Dinge aufpassen. Alter, das war richtig knapp. Okay. Und hopp. Oh, Hammerbrüder. Hammerbrüder. Ja, Brüder. Das sind Brüder. Versteht ihr? So, und tschüss. Ich bräuchte noch eine Münze. So, perfekt. Obwohl... Eigentlich gibt es auch hier einen Maxi-Pilz da oben. Ich finde es nur ein bisschen übertrieben, weil ich glaube, es gab jetzt schon insgesamt 3 oder so. Das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Aber man weiß nie. Es ist zwar schon okay, wenn man hier in der Nähe gleich vom Boss einen macht, okay. Aber naja, schon ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Okay, ich habe ihn noch knapp getroffen. Sonst wäre es wieder ein bisschen Zeitverschwendung. Und hopp, wir gehen jetzt gegen Bowser kämpfen. Gegen den, keine Ahnung, wie großen Bowser. Da drüben ist er ja. Ja, er hat auf mich gewartet anscheinend. Er hat anscheinend sein Game of Thrones Sessel hier. Also, ihr wisst schon hoffentlich, was ich meine. Also, ich habe zwar Game of Thrones nicht geschaut, bitte hasst mich nicht dafür nicht. Bitte hasst mich dafür nicht. Aber jeder hat seine Interessen. Muss man halt sagen. Wenn ihr es nicht akzeptiert, dann habt ihr Pech gehabt, übrigens. So, wir kämpfen jetzt gegen ihn. Auf jeden Fall wird er jetzt gleich hier... Oh, gleich 3 Meteor... Als ob einer kaputt ist. Scheiße, das ist schlecht. So. Wir müssen hier rauf und dann ihn somit treffen. So können wir ihn nämlich besiegen. Ich glaube, wir müssen ihn auch 4-mal treffen. So wie bei den Shiny Sandern. So. Und hopp! Schön seinen Arm gebrochen. Nicht Spaß, haben wir nicht, aber... So, auf geht's! Jetzt werde ich dich aber noch im letzten Moment killen, Bowser. Ich habe dich schon mehrmals besiegt. Oh, jetzt schweigt der Feuer. Zum Glück bleibt nicht die Flamme da dran. Okay, jetzt will er ja die Faust bereit machen. Als ob nein! Schnell, schnell! Nein! Verdammt! Hab gerade eine Nachricht bekommen. Oh, fuck! 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 Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Okay. Ging noch? Lol. Vor allem, das ergibt irgendwie gar keinen Sinn gerade. Bei dem LP von Last Gaming hat er auf seinen Panzer gezielt und er wurde abgeblockt. Und bei mir einfach nicht. Der ging noch auf den Panzer drauf. Also ein bisschen schon, ja. Aber der wurde nicht abgeblockt. Vielleicht mag mich das Spiel viel mehr. Der Spaß. Jetzt machen wir den finalen Treffer in sein Bauch. So, jetzt ist er wieder so klein wie vorher. Na gut, der S war schon groß, ja. Aber... Ich meine, der ist nicht so Skylander Giant in Größe. So. Jetzt haut er nämlich mit Chaos Control ab. Like Shadow the Hedgehog. So, das ist unser nächster großer Power Shell. Und damit können wir in Welt 3 reisen. Somit, keine Ahnung, in die Türkei oder so. Warum auch immer habe ich das jetzt nachgemacht? Wen juckt's gerade? Na gut. Da ist wieder das hässliche Raumschiff, das nicht mit Feuer gemacht wurde. Ne Spaß. Egal. So. Somit können wir jetzt nun gleich in Welt 3 reisen. Wir haben jetzt 25 Powersterne, 14 Kometenmünzen. Das heißt, wir haben jeweils 14 Level anscheinend. Also 14 Galaxien bereist und davon auch viele Sterne natürlich eingesammelt. Jetzt ist es aber Zeit. Also laut Mr. Cheech sollen wir jetzt vorausgehen. Dun, 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 dun.
Juju. Achso, zu spät. Ups. So, jetzt geht's ab in Welt 3. Das ist nämlich die Welt 3. So. In Welt 3 sieht es natürlich ganz anders aus als natürlich bei Welt 1, als auch Welt 2. Bei Welt 1 hat man ja gesehen, der hat schon teils eine gerade Linie, bei Welt 2 jedoch nicht. Und also nicht wirklich. Und bei Welt 3 sieht man das ganz anders. Wir müssen nämlich mit der Röhre weitergehen. Also zum Schloss, um wieder gegen Bowser Jr. zu kämpfen. Aber wir gehen erstmal zur Pflaumenwandler-Galaxie. Wenn möglich, schaffen wir sogar heute in diesem Part wieder 3 Sterne, weil wir haben jetzt ehrlich gesagt echt lang gebraucht für den für Bowsers Schloss, als auch den Kampf. Na gut. Wir machen jetzt einfach weiter. So, wie eine Wolke im Wind. Das ist nämlich unser nächstes Ziel. Da gibt's 2 Sterne, weil es... Mizi, hör auf zu schreien, ich drehe gerade. Mizi, husch. So, wir brauchen auf jeden Fall wieder Münzen. So macht man das nämlich. So, wir, weil es gibt einen Gourmet-Lummer und bei dem müssen wir wieder 30 Münzen bekommen. Oh, scheiße, ich wollte da nicht auf ihn ganz normal treten. Ging aber hier noch nicht. So, ich schaue natürlich, wo Münzen sind. Da drüben, den Maxi-Pilz könnte ich jetzt sehr gut gebrauchen. So, ich würde wenigstens kurz auf die Wolke da landen. Warte. So, okay, dann gehen wir jetzt erstmal so weiter. Weil dort hier sind Münzen. So. 6 Stück haben wir jetzt. Ich könnte zwar auch jetzt auf den Goomba angreifen, aber... Oh, Moment. Okay, vielleicht sollte ich jetzt schnell... Ja. Und dann wieder dort zurückgehen, um die Münzen zu bekommen. Ah, das ist jetzt schlecht. Okay, wenigstens eine. Die andere lassen wir jetzt einfach mal. Ich würde wenigstens dann den Goomba töten. Aber natürlich, Moment. So. Jetzt haben wir also mit 12 Münzen. So, wir bräuchten natürlich noch mehr. Oh, den können wir gleich auch so ganz mal stampfen. Ja, sehr gut. Und gleich müssten noch mehr Münzen kommen. Oh, 14. Jetzt fehlen nur noch 16, aber da ist auch gleich die nächste. So, 15. Den stampfen wir auch. 16. Oh, noch mehr Münzen. 24. 30. Und auch somit alle Münzen eingesammelt. Das ist auf jeden Fall was sehr Gutes. Dann können wir auch gleich die Gourmet-Lummer-Mission erfüllen. So, da drüben ist er auch. Und der wird jetzt auch gleich da essen. Okay, nee. Nee. So, wenn wir das auch schnell schaffen, können wir gleich nochmal da zurückgehen. Und somit auch den 3. Stern für heute machen. Aber ich befürchte das gerade. Aber dafür müsste ich dann den Part natürlich ein bisschen länger machen. So. Ach lol! Das ist das! Lol! Zum Glück müssen wir hier noch keine lila Münzen sammeln. Weil ehrlich gesagt sieht es da natürlich so aus, als müsste man lila Münzen sammeln. Aber nein, muss man nicht. Sondern man soll Silbersterne einsammeln. Hoffen wir mal, dass wir auch alle direkt finden. Jedoch das Problem ist, dass wir jetzt auch die Geister wieder im Weg haben. Sogar 2. Scheiße. Okay. Okay, das musste sein. Das musste jetzt sein. Schöner Long Jump. Oh, noch mehr. Scheiße. Oh, das kann anstrengend werden. Alter, wie das die ganze Zeit nervt. Ging noch. Sehr gut. Die verschwinden ja sowieso. Ja. Da sammeln wir auch gleich die Sternteile ein. Und danach, weil es von der Zeit her, ehrlich gesagt, gut aussieht, können wir somit nochmal hier zurückgehen und dann den normalen Stern einsammeln. Damit haben wir auch 3 Sterne für diesen Part. Juhu! So.
Ich glaube, das war... Das war jetzt ein bisschen zu laut, oder? Spaß, nee. Ich hoffe, das war jetzt wirklich nicht... Ich hoffe, das war jetzt wirklich nicht laut, oder? Na gut, das war eigentlich mit Absicht, damit so ein E-Rape entsteht, aber... ich bin nicht gut mit so einem Mikro, sondern ich stell's ja immer ein, ne? So, wir haben zwar eine weitere Galaxie freigeschaltet, aber wir gehen da nicht hin. Mr. Shish will noch was sagen. Ah, eine Röhre. Damit bekommen wir ja One-Up, Sternteile und so weiter. Also ich glaube nur diese zwei Sachen. Und da gibt es halt mehr, bald sogar mehrfach, sage ich jetzt mal. Da gibt es erstmal ein, das wir mit Sternteil bekommen und dann eins noch, glaube ich, mit Münzen. Aber gut. Wir machen jetzt hier weiter. Wir gehen diesmal wieder zu wie eine Wolke im Wind. Jedoch müssen wir diesmal keine Münzen sammeln, sondern wir sammeln nur den normalen Stern ein, den es hier allgemein für das Abschließen des Levels zu finden ist. Und wir müssen auch nämlich die Kometenmünzen einsammeln. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig. So, machen wir es erstmal schnell. Auf jeden Fall die nächste Galaxie, die... ich weiß nicht, welches genau war. Auf jeden Fall... möchte ich hinweisen, dass man schon mal Yoshi wiederfinden kann. Also, wir sehen ihn auf jeden Fall dort wieder. Und wir werden ihn aber erst dann, glaube ich, im nächsten Part sehen. Weil ich muss natürlich erstmal dieses Level hier durchspielen. Und ja, es wäre ehrlich gesagt auch erstmal besser, wenn mit 3 Sternen in diesem Part diesmal reichen, weil es waren ja 2 mit 4 Sternen. Da haben wir echtes Glück gehabt. Und ja. Boah, ist doch knapp. Nein, da gehen wir jetzt nicht hin. Wir bleiben jetzt erstmal so. Okay. Oh, der fliegt trotzdem. Das ist schön. Lol. Achso, das war jetzt das. Okay. So, ich bräuchte wieder eine Wolke, bitte. Na gut, gibt's ja erstmal noch nicht. Aber gleich kriegen wir sie wieder. Da drüben, da ist sie ja schon. Schon mal auch der Checkpoint. Auch da. Und so, wir gehen ganz an die Wand, weil... deshalb. Sogar direkt. Ups. Das wollte ich nicht. Wow. Was hab ich da gemacht, Mann? So. Warte. Nee, das waren One-Ups. Ich kann mich noch erinnern. Sonst, wenn da jetzt auch ein Secret-Star gewesen wäre, dann schön, aber. So, wir müssen jetzt hier rauf. Okay, leider bekommen wir nicht die Kometenmünze jetzt. Wir müssen ein bisschen warten. So. Kometenmünze haben wir jetzt. Jetzt können wir gleich schnell raufgehen. Das sammeln wir mit. Und wir haben es geschafft. So, Leute. Auf jeden Fall war es heute mit diesem Part. Ich weiß, es ging jetzt irgendwie recht schnell. Irgendwie. Das ist jetzt, glaube ich, der kürzeste Part. Aber was sollen wir machen? Wir werden beim nächsten Mal die nächsten Galaxien bereisen. Übrigens, das Video ist auch vom 18.04.2020, habe ich vergessen zu sagen. Na gut, und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dann, Leute! Lasst alle bitte ein Like da und ein bisschen Liebe und abonniert auf Ehre einen meiner besten Freunde, 18ator 9001 und der Zeitkanal 18ator.